Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses, hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Und heute begrüße ich euch aus Schweden. Im Hintergrund könnt ihr unser Ferienhaus entdecken. Und es geht heute um diese Abfüllung. Den Glengiri kenne ich schon ziemlich lange, weil ich kaufe mir ehrlich gesagt öfter mal, wenn ich nach Skandinavien fahre, im Bordershop. Weil dort kostet der Liter um die 35 Euro für einen 12-jährigen Single Malt mit 48 Volumenprozent abgefüllt nicht kühl gefiltert, ist das schon ordentlich, sag ich mal. Ne? Wie gesagt, der Liter 35 Euro auf der Fähre, 48 Volumenprozent, toller Preis. Allerdings, kleiner Nachteil, mit Farbstoff steht zumindest hinten als Aufkleber drauf. Es handelt sich bei den 12-jährigen Glengiri um ein Weting aus Sherry und Ex-Bourbon-Fässern. Urlaub, da kann ich mir einen größeren Schluck mal eingießen. Er ist nicht kühl gefiltert, weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Und Glengiri ist eine Highland-Distille, 1797 gegründet. Und passt ganz gut, habe mich letztens auf dem Markt mit Marco unterhalten, den Schmied, über die Aussprache. Na, Marco ist ja auch passionierter Whisky-Trinker und auch schon viel in Schottland gewesen, vor allem mit dem Fahrrad. Und er meint, es wird Glengarioch ausgesprochen, weil es ihm halt gälisch ist. Obwohl ich der Meinung bin, irgendwo hätte ich gelesen, dass es örtlich tatsächlich Glengiri ausgesprochen wird. Ja, Glengiri, zwischenzeitlich geschlossen, einer der ältesten Destillen. Geschlossen war so Anfang der 2000er irgendwie, für über 10 Jahre. Und seit, ich will jetzt nicht lügen, 2009 produzieren sie wieder. Ja. Wie gesagt, die Abfüllung kenne ich schon ein bisschen. Ist jetzt aber auch schon, boah, ich glaube, 2 Jahre her, dass ich die das letzte Mal im Glas hatte. Und ja, heute ist das Wetter nicht ganz so toll, bisschen bewölkt und bietet sich das gut an fürs Video. Na, die Grillen und Zikaden hört man im Hintergrund. Wir wollen nachher gleich Coup spielen. Der eine oder andere von euch wird das kennen als Wikinger-Schach. Ist aber totaler Blödsinn. Ist kein Wikinger-Schach. Na, ist ein reines Geschicklichkeitsspiel. Das ist dieses Spiel mit den kleinen Holzklötzern und dem großen König als Holzklotz, die man umwerfen muss mit Stöcken. Wurde früher als Kriegsspiel gemacht mit Äxten bzw. mit Speeren. Das, was man als Wikinger-Schach bezeichnen kann, das ist eine Tafel. Und das kommt dem Schach ziemlich nahe. Jedenfalls, wenn euch irgendwo einer anbietet, hier Wikinger-Schach-Coup, könnt ihr gleich sagen, Blödsinn, ist kein Wikinger-Schach. Aber es geht heute um den Glengiri, 12 Jahre. Absurderweise habe ich noch gar nicht so viel von Glengiri getrunken. Außer den 12-Jährigen hatte ich mal in einem Blind-Tasting den 15-Jährigen Sherry Oak. Video, glaube ich, habe ich aber noch nicht online gestellt. Und unabhängig ein bisschen was von Glengiri. Manche sagen Glengiri, auch den 12er, so eine leichte Rauchnote nach. Hab da vorher noch nie so bewusst drauf geachtet, aber heute gucke ich mal. Nee, tut mir leid, ich habe keinen Rauch. Meine Nase ist relativ frei hier draußen. Auch nicht abgelenkt durch Grillfeuer oder durch das Schmiedefeuer, wie so oft auf dem Markt. Nee, was ich hier habe in der Nase, ist eine angenehme Vanillenote. Sherry-Einfluss, deutlich spürbar. Früchte, Birnen, Aprikosen, Pfirsich. Einen leichten Anflug von Eiche. Alkohol habe ich nicht in der Nase, habe etwas leicht Frisches. Aber ich glaube nicht, dass es vom Alkohol kommt. Heidekraut. Ja, hat so eine leicht kräutige Note, was ich oft finde ich, also ich
oft finde bei Highland Whiskys. So eine kräutige, würzige Note hat er auch. Sehr schöne, ausgewogene Nase, gefällt mir sehr, sehr gut. Vor allem halt für 12 Jahre recht kräftig in der Nase. Und wenn ich ihn jetzt so mit anderen 12-Jährigen vergleiche, auch so vom Preissegment, na, wie gesagt, wohlgemerkt ein Liter, fällt mir eigentlich den Clontarflis 12 an. Nein, wirkt der hier kräftiger, sherry-lastiger. Ja, in dem Sinne, Slunch. Durch die 48 Volumenprozent werden die Aromen deutlich nach vorne geschoben. Sehr süß. Eine volle Breitseite an Birnen, Aprikosen, Pfirsiche vor allem. Birnen vielleicht ein bisschen weniger, reife, kräftige Birnen, also keine grün überreife Birnen, aber vor allem Pfirsich, Aprikose. Eiche schiebt. Also eine landwirtschaftliche Gegend. Das ist irgendwie ein Flugzeug, ist ja komisch. Ja, ein Sportflugzeug. Ganz deutlicher Eicheneinfluss. Die Eiche aber als würzig, nicht als scharf, keine Ingwer-Schärfe oder so, sondern wirklich eine schöne, würzige, leicht ins Bittere rutschende Eiche. Aber ich mag bitter. Rauch habe ich im Mund auch nicht. Volumenprozent und die Nicht-Kühlfiltrierung geben mir natürlich ein schönes Mundgefühl. Ich habe einen süßer in Erinnerung. Die Eiche ist hier sehr dominant. Beim zweiten Schluck ist es auch nicht diese Fruchtigkeit auch nicht mehr ganz so stark. Die ist immer noch spürbar. Aber jetzt so Birnen weniger. Also es bleibt beim zweiten Schluck auf Pfirsich und auf Aprikosen. Vielleicht eine Spur Feige, Dattel, aber nur eine Spur. Nee, geht mehr in so in Trockenaprikosen. Ist kein Überwhisky, aber ist eine ordentliche Whisky, gut gemacht. Nicht mega komplex, aber durch das Wechselspiel von der schönen Fruchtigkeit und der doch dominanten Eiche, ne, also ein bisschen abwechslungsreich. Er bleibt lange im Mund, obwohl der Abgang eher kurz bis mittellang ist, aber im Mund bleibt er unheimlich präsent. Leicht azigierend am Zahnfleisch. Also die europäische Eiche in den Sherryfässern kann er nicht verleugnen, definitiv nicht. Über das Mischungsverhältnis oder Verhältnis von Bourbonfässern und Sherryfässern habe ich leider jetzt nichts rausgefunden. Wer das von euch weiß, kannst du mir ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Die 48 Volumenprozent tun ihn gut, die Nicht-Kühlfiltrierung auch. Also ich kann sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was er im Online-Versandhandel kostet. Ich glaube, da ist er ein bisschen teurer als jetzt im Bordershop bzw. auf der Fähre. Für 35, 40 Euro der Liter, 12 Jahre, 48 Volumenprozent mit einem deutlichen Sherry-Einfluss. Ich glaube, da kann man nichts verkehrt machen. Von mir aus gibt es eine klare Kaufempfehlung. Kann man echt machen. Das ist so für ein Daily Trend, ist er vielleicht ein bisschen zu speziell. Aber
den kann man wirklich auf den Tisch stellen. Tut eigentlich weh, wenn noch mehr getrunken wird oder wenn noch Leute dazukommen, die auch mal gerne einen guten Trend nehmen wollen. Dafür ist er super geeignet zum Grillen. Auf jeden Fall, gerade jetzt so im Sommer. Nö. Also von mir aus für den Preis, klare Kaufempfehlung. Schreibt mir doch einfach in den Kommentaren rein, wie ihr zu Klengiri steht. Vielleicht wisst ihr ja auch, wie es konkret ausgesprochen wird. Klengiri oder Klengarioch. Christian The Maltet hat da bestimmt eine Meinung zu an dieser Stelle. Schöne Grüße, Christian. Jo. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Die es noch nicht getan haben, würde ich mich unheimlich über ein Abo freuen. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn ich hier für euch, aber nicht mehr in Schweden dieses Jahr, einen Whisky probieren werde. In dem Sinne, euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao.